In Güstrow schuf er unter anderem die katholische Kirche in der Grünen Straße, dazu zahlreiche Wohn- und Geschäftshäuser, in Teterow das Ehrenmal in den Heidbergen, in Berlin das Jagdschloss. Die Rede ist von dem 1875 in Lage geborenen Architekten Paul Korff. Im Kreishaus ist gegenwärtig eine Ausstellung zu sehen, die einen kleinen Einblick in das vielseitige Schaffen des 1945 freiwillig aus dem Leben geschiedenen Architekten gibt. Korff baute Wohn-, Guts- und Herrenhäuser, Kirchen und Denkmäler, prunkvolle Villen und bescheidene Arbeiterhäuser. Nach umfangreichen Forschungen erschien jetzt ein Buch über den Architekten im Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte, das Vorlage für die Wanderausstellung war. Wir haben den Inhalt des Buchs einfach erfahrbar machen wollen und haben Bilder daraus und Themen daraus ausgewählt, die wir dann auf tragbare Ständer montiert haben, sodass wir damit ganz flexibel sind. Zum ersten Mal war die Ausstellung zu sehen in der IHK Rostock bei der Buchpräsentation, auch einem prominenten Korffbau. Dort hat sie 4 Wochen gestanden und sehr, sehr viele Besucher gehabt, wie uns die IHK dann sagte. Jetzt war sie beim Tag der offenen Remise im Gutshaus Stubbendorf. Da sind über 400 Menschen gewesen. Jetzt sind wir hier im Kreishaus in Güstrow, wo in der ganzen Stadt viele Bauten von Korff sind. Ein weiterer Vorteil der Wanderausstellung besteht darin, dass sie an den jeweiligen Orten erweitert und konkretisiert werden kann. In Güstrow übernahm diese Aufgabe die ehrenamtliche Archivmitarbeiterin Christel Sievert, die auch an dem Korff-Buch mitgeschrieben hat. Sie forschte vor allem zum Bau der katholischen Kirche in Güstrow. In der Kreisstadt wird die Ausstellung bis zum 10. August gezeigt und ist danach im Forsthaus in Lelkendorf zu sehen.